Bisher bei Revelations 2. Hier ist eine Nachricht. Willkommen im Kierling. Ich kenne nicht Ding, wovon du redest. Ich sehe jetzt nur einiges deutlicher. Ich dachte, es war richtig, was ich tat. Wir werden innig miteinander verbunden sein. Sie haben sie umgebracht. Tut mir leid, dass ich so eine schlechte Tochter war. Die alte Hexe wird dafür bezahlen, was sie getan hat. Ich zerknatsche dich mit bloßen Händen. So, da sind wir dabei. Resident Evil Revelations 2. Weiter geht's. Beim letzten Mal Kapitel Nummer 3 fertig gemacht. Und jetzt geht's weiter mit dem letzten und finalen Kapitel. Die Verwandlung. Du bist perfekt. In 6 Monaten wirst du als ich wieder aufwachen. Und die Welt furchtbare Angst haben. Also gute Nacht, mein Schätzchen. Schlaf schön. All die Zeit verschwendet. Mein ganzes Leben war nur der Auftakt für dies. Meine wahre Geburt. Zeit, die Quelle unserer Qual zu treffen. Was ist das hier? Macht keinen Unterschied. Finden wir die Aufseherin. Das ist immer Platzverschwendung. Ich habe mich schon immer gefragt, warum zur Hölle die immer so riesengroße Komplexe brauchen, um ihre Experimente zu machen. Warum nicht einfach irgendwie ein bisschen näher zusammen? Dann kann man zumindest nicht in seinen Tod fallen. Also ich weiß nicht, wenn ein Labor irgendwann aussieht wie der Todesstern von innen, vielleicht ein bisschen zu weit getrieben. Schauen wir mal, ob wir einfach reinspazieren können zu Alex. Ich glaub's nicht wirklich. Da wird wahrscheinlich noch ein bisschen was auf uns warten hier in dem Kapitel. Was haben wir denn hier? Ein Schalter, den ich betätigen kann. Und Wasser, das ich umleiten kann. Und ich sehe auf jeden Fall schon mal den Leiter. Schleuse ändert den Wasserverlauf. Aber wo? Ich erkenne den Ort nicht. Ich auch nicht, aber wir werden ihn schon finden. Kennst du dich hier aus, ist die Frage. Hast du irgendeinen der Orte gekannt, an dem wir waren bisher? Ich glaube eher nicht. Sieh die Monitore an. Durch diese Gebiete sind wir gekommen. Und sie hat uns jeden Schritt lang beobachtet. Yep. Das wissen wir jetzt ja auch schon seit einer Weile. Dass sie eine ganz schöne Voyeurin ist und... Und ich will nicht wissen, welche Körperstellen sie sich berührt hat, während sie uns gesehen hat, aber da muss was Tieferes dahinter stecken. Kannst du mir nicht erzählen, dass die Alte das einfach macht? Das ist ein... Ja, ein Saphir. Hat natürlich auch einen blauen Stein hingelegt, dass es vielleicht auch sein könnte, dass es zur Umgebung passt. Goddammit, Capcom. Wie sie mich hintergehen wollen. Mich um meine Erfahrungspunkte bringen. Ihr wollt gar nicht, dass ich bufft bin. Ihr wollt mir das Spiel einfach nur schwerer machen, hab ich recht? Gut, die Taschenlampe ist hier, glaube ich, nicht mehr wirklich so nützlich. Zumindest für den Moment nicht, wer weiß. Wenn ich wieder in irgendein Kellergeschoss fallen. Schick, okay. So einen Raum hätte ich jetzt nicht wirklich erwartet. Was zur Hölle ist mit der Couch los? Warum glänzt die so? Will ich wissen, warum die so glänzt? Mit was habt ihr die eingerieben, Mann? Rennpferdsperma? Eklig. Schauen wir mal, was hier steht. Anmerkungen zum Übertragungsvorgang. Die Übertragung wird bald stattfinden und mein Erfolg ist greifbar nah. Spencer, du armer, erbärmlicher alter Mann. Du hast deine letzten Jahre verzweifelt nach dem Geheimnis der Unsterblichkeit gesucht. Du bist gestorben, ohne deine Forschung zu Ende zu bringen. Aber ich habe diese Forschung weitergeführt. Der Körper altert, das ist ein unumstößlicher Fakt, aber wir können unserem Tod entkommen, indem wir unseren Geist in ein neues Gefäß übertragen. Meine ganzen Bemühungen sind darauf gerichtet, diesen Prozess zu entwickeln und zu verfeinern. Ich hatte einige Erfolge, aber ich muss noch so viel mehr tun, ehe mein Werk vollendet ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich Folgendes bestätigen. Erstens, das Gefäß muss geistig stark sein und jegliche Furchtempfindungen überwinden können.
Zweitens, nach der Übertragung dauert es 6 Monate, bis der übertragene Geist stabilisiert werden kann. In diesem Zeitraum muss das Gefäß unter allen Umständen beschützt werden. Eile ist geboten. Ich muss schnell arbeiten. Was hältst du davon? Ist schon ein bisschen krank. Ich weiß nicht. Ich werde aus der Aufseherin nicht schlau. Aber jetzt wissen wir auch wirklich mal, worum es hier geht. Also es ist dann doch keine Biowaffe dieses Mal, sondern eher ein Jungbrunnen, den sie hier basteln wollen. Hier liegt nochmal was. Nils Bericht. Oh, schau mal. Stuart, das bestgeeignete Gefäß ist wohl schließlich doch das kleine Mädchen. Die anderen Kandidaten hatten Potenzial, aber das Mädchen spielt in einer ganz anderen Liga. Sie ist außerstande, Furcht zu empfinden. Das ist nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, was sie durchgemacht hat. Sie hat in jungem Alter die Terra Grigia-Panik durchlebt, wo jeder Mensch, den sie kannte, getötet wurde. Stimmt, die wurden gebraten. Auch ihre Eltern hat sie direkt vor ihren Augen verloren. Nachdem jemand solche Schrecken durchlebt hat, was bleibt da noch, wovon man Angst haben sollte? Das einzige Problem ist ihr Alter, aber das ist ein Problem, dem der Lauf der Zeit sich für uns annehmen wird. Sie ist die perfekte Kandidatin für ihre Zwecke. Du mieser Penner. Goddammit, Neil. Wer es verkackt hat. Wir hätten Kaffee schlürfen können. Wir hätten lachen können, nachdem wir raus sind. Aber nein. Du wolltest komische Geschwulste an deinem Körper und du hast komische Geschwulste bekommen. Gedanken über Kafka. Mit dieser Geschichte verbindet mich eine Hassliebe. Vielleicht ist sie mir ja näher, als ich mir selbst eingestehen möchte. Als Gregor eines Morgens erwacht, findet er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Seine Familie ist zunächst perplex, aber sie kümmert sich um ihn. Schließlich wird er aber zu einer großen Last für sie. Er ist dann nichts weiter als ein hässliches Ungeheuer, eine Belästigung für die Familie. Als Gregor das erfährt, zieht er sich zu einem einsamen Tod zurück. Bis zu seiner Verwandlung hat Gregor die Familie ernährt. Jetzt, da er nicht mehr nützlich ist, ist er ihnen eine Last. Sie sind erleichtert, als er stirbt. Auch ich wurde erschaffen, um meinem Zweck zu dienen. Wenn ich diesen Zweck erfüllt hätte, wäre auch ich beiseite geschafft worden. Aber ich weigere mich, zu verkümmern und in Einsamkeit zu sterben. Ich weigere mich, ein hässliches Ungeheuer zu werden. Auch du, Albert, musst dich so gefühlt haben. Holy shit. Einiges zu lesen auf jeden Fall, aber jetzt haben wir wirklich mal die Hintergründe, was zur Hölle hier eigentlich abgeht. Das heißt wirklich ein Jungbrunnen. Prinzip Übertragung des Geistes. Nimm mal mit, das Ding. Das heißt, Alex hat Angst vorm Draufgehen, was ich ja nicht verübeln kann, ganz ehrlich. Ich habe nicht Angst davor, tot zu sein, sondern zu sterben. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied für mich. Durch? Ich glaube, so geht es sehr, sehr vielen. Es muss einen Weg auf die andere Seite geben. Wir könnten aus unserer Unterwäsche einen Fallschirm bauen. Was haltet ihr davon? Flying Panty? Nein? Keine Flying Panty? Okay. Versuch war's wert. Also dieses Ding hier hat auf jeden Fall, hab schon gesehen, am Boden irgendwelche Spuren. Das heißt... Oh, Moira, du bist nicht buff genug, sorry. Geh aus dem Weg. Jetzt mal Claire ran. Okay. Nein. Goddammit. Jetzt vielleicht. Dankeschön. Da hätte ich auch mit dem Messer reinschlagen können, glaube ich. Na, egal. Schon passiert. Sieht's eigentlich mit unserer Munition aus? Oh ja, scheiße, ich erinnere mich. Absolut furchtbar. Na also, okay. Wir sind durch. Beeilen wir uns. Wunderbar. Oh shit, die Vasen. Ich hab's doch gerade noch im letzten Moment zum Glück gedacht, dass ich da vielleicht mal draufschlagen sollte. Lass mal schauen. Jawohl, hier liegt auch was drin. Sehr schön, okay. Ich gehe mal ganz kurz Vasen suchen, denn ich habe gerade im ersten Moment nicht so wirklich drauf geachtet, wie hier dekoriert ist. Müsst ihr mir nachsehen. Es tut mir leid, dass mich ein Scheiß interessiert, wie hier die Wand gestrichen ist, aber... Überleben ist dann doch schon ein bisschen geiler, als sich Vasen anzuschauen. Also im Allgemeinen, das meiste ist eigentlich geiler, als sich Vasen anzuschauen. Vasen zu zerschlagen ist zum Beispiel spaßiger. Gab's hier vorne noch irgendwas? Nein. Gut. War ja auch eigentlich erst wirklich der erste, wie soll ich es nennen, schicke Raum, keine Ahnung. Irgendeine Chill-Out-Lounge oder irgendein Schlafzimmer, wie auch immer. Oder mal ganz kurz an den Regalen hier vielleicht. Ist hier noch irgendwas, was sie erkennen könnte mit ihrer Lampe? Holy crap, es ist auf jeden Fall eh schon hell genug. Ich weiß nicht, ob die Lampe überhaupt was bringt. Okay, ich hoffe einfach mal, das war's. Und ich habe jetzt hier nichts vergessen. Und gehe dann jetzt einfach mal direkt weiter. Scheiße, wie groß ist das denn? Für was? Für was braucht man so einen riesengroßen Komplex?
wenn man den Körper dann eine halbe Stunde nach unten fahren muss. In irgendein Kellergeschoss. Da sind wir endlich. Oder ist er ja schon? Oh, ich kann nicht mehr wechseln. Warum nicht? Aber Claire. Claire, doch die Knarren. Ihr kamt den ganzen Weg nur, um Lebwohl zu sagen? Oh, ich bin gerührt. Du bist gleich geschüttelt, wenn ich mit dir fertig bin. Es ist bereits vollbracht. Ich habe die Furcht besiegt und das Recht erworben, ein Gott zu werden. Ich weiß ja nicht. Nur weil du weißt, Trix, übertreibt man nicht. Ich einen Gott erwürgen kann. Jetzt bleibt nur noch ein letzter Test. Die letzte zu überschreitende Grenze. Hört sie uns überhaupt zu? Ich glaube, nein. Richtig blenden. Die Rettung meines Bruders. Deine Augen ausbrennen. Und bald wird er auch die meine sein. Dafür hast du echt das Buch aufmachen müssen. Das hast du nicht merken können. Ich werde sein Schicksal teilen. Und ihn dann übertreffen. Was haben Sie da vor? Ich glaube, das weiß ich selber nicht so genau. Rettung. Oh. Oh. Okay. Ach so. Das haben wir gut gemacht, glaube ich. Was zur Hölle? Scheiße. Warnung. Geheimhaltungsprotokolle initiiert. Wunderbar. Selbstzerstörungssequenz der Turmspitze der Anlage wird sofort eingeleitet. Jetzt, aber nicht jetzt. Wenn Sie sich gegenwärtig sind, oder nicht sofort. Jetzt. Oh, komm schon. Wir müssen schnell hier raus. Yep. Das halte ich für eine sehr, sehr gute Idee. Na gut. Zurück zum Fahrstuhl. Schnell. Versuchen wir's. Ich werde kein Grab mit dieser Irre teilen. Das ist ein Argument. Wir sollten schneller laufen. Einige schneller. Hier direkt wieder durch. Und dann zurück zum Fahrstuhl. Schauen, ob das irgendwas bringt. Sollte man Fahrstühle in so einer Situation überhaupt benutzen? Ich weiß ja nicht. Das heißt ja schon, bei einem Feuer sollte man da nicht reingehen. Die Scheiße fliegt uns hier um die Ohren. Heilige Scheiße! Da ist ein Gang da unten. Suchen wir einen anderen Weg. Ich glaube, der Panty-Fallschirm wird auch noch Wirklichkeit, so wie das aussieht. Gut, lass mal hier über diesen komischen Schlauch gehen. Und hier stilvoll runtersliden. Gut gemacht, Ladies. Gut gemacht. Da liegt gar nichts. Und dann mal ab dafür. Wir haben zum Glück noch kein Zeitlimit. Kann mir aber gut vorstellen, dass wir irgendwann auch wieder ein Zeitlimit haben. Ist ja bei Resident Evil auch gang und gäbe, am Ende dann noch unter Zeitdruck hier was machen zu müssen. Okay. Ist das jetzt ein anderer Aufzug, oder... Müssen wir jetzt einmal komplett außen rum rennen. Na gut, hier wird auf jeden Fall gespeichert, also alles halb so wild. Ich glaube, ich habe sogar einen Tisch gesehen da hinten, kann das sein? Oh Mist, warte mal, hätten wir da andersrum gehen müssen? Steht auch noch eine Kiste daneben. Hätten wir einfach nur links runter können, na super. Explosive Flasche, wunderbar. Dann würde ich sagen, gib die mal Claire ganz kurz. Genauso wie das hier. Ich wechsle mal auf Claire und schaue, ob ich noch irgendwas ranbauen kann. Habe ich auch irgendwelche... Oh ja, ich habe noch Teile. Dann würde ich sagen, packen wir die Feuerrad. Da haben wir hier... Oh, passt nichts mehr rein. Aber Multischuss möchte ich da nicht drin haben. Ich glaube, ich mache die Feuerrad hier nochmal hoch. Und davon kann ich hier gar nichts mehr reinbauen. Hier ist auch kein Platz mehr. Ist dann blöd. Haben wir alles reingebaut, was wir aktuell ranbauen können, was wir dabei haben. Beziehungsweise was wir gefunden haben bis zu dem Zeitpunkt. Also wir haben ja definitiv das ein oder andere vergessen. Na komm schon. Okay, das war jetzt einfacher, als ich dachte, daran vorbeizukommen. Mit einem Messer von mir aus. Bin ich der Letzte, der Nein sagt. So, du fummelst jetzt hier mal ein bisschen an der Kiste rum. Jawohl. Achso, hatte nur eins. Okay. Magnum-Munitionshalter.
Auch so ein Ding, was ich bisher nicht wirklich gebraucht habe. Ich hatte nie wirklich so viel Magnum-Munition, dass ich gesagt habe, oh shit, wie geil wäre es eigentlich, eine Aldi-Tüte zu haben. Aber okay, ich klemme ihn mir an den Gürtel. Sieht bestimmt cool aus, neben all den anderen 25 Munitionshaltern, die ich schon eingesammelt habe für Claire. Rauchflasche. Hier stimmt was nicht. Das sollten wir nicht anfassen. Jupp, das hast du gut erkannt. Ah, oh, fuck, die Teile. Kann Moira die irgendwie anfackeln? Nicht so wirklich. Okay. Dann laufe ich jetzt einfach mal. Oh Gott. Shit. Wenn der Partnercharakter keine Gesundheit mehr hat, wird er bewegungsunfähig. Um einen bewegungsunfähigen Partner zu retten, halten sie Dreieck in seiner Nähe gedrückt. Holy shit, Kapitel 4 und das ist das erste Mal, dass ich das machen muss. Ist, glaube ich, nicht so schlecht. Ist ein recht angenehmer Durchschnitt, denke ich mal. Jetzt lauf. Lauf, Kleine, lauf. Den Fuckern halte ich mich doch gar nicht lang auf. Okay, rutsch runter. Irgendwas in den Ecken, was wir vergessen könnten. Jop. Hier liegt wieder was rum. Wunderbar. Pistolenmunition. Genau sowas suche ich gerade. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ich hätte irgendwas rumfliegen. Oh shit, hier fliegt auch irgendwas rum. Komm schon. Ernsthaft? Schon wieder? Das ist doch kacke. Das ist doch... Oh, das ist doch shit. Oh. Oh Gott, das war unfreundlich. Was zur Hölle? Mein Rücken war nicht wirklich so verspannt. Auch die können mich one-shotten? Oh, komm schon. Gegner, die einen One-Shotten, sind schon ein bisschen cheap, wenn man absolut nichts dagegen tun kann. Wenn ich noch irgendwie... Oh, nein, da gehen wir nicht hoch. Wenn ich noch irgendwie eine kleine Chance hätte, ist es noch aus dem Griff rauszukommen. Aber nein, die Freude machen sie mir nicht. Hier stimmt was nicht. Du hast verloren und du sollst es auch zu spüren bekommen. Aber da ist etwas mit uns hier drin. Das ist eindeutig, dass hier irgendwas drin ist. Das heißt aber, es ist eigentlich besser, mit ihr vorzurennen. Weil sie nicht wirklich gekillt wird von dem Teil. Ich hab doch eh keine Ammo, Mann. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Ich sollte beim nächsten Mal eindeutig die Rauchflasche benutzen. Das macht sonst so keinen Sinn. Denn, wie gesagt, Moira kann sie nicht sehen, Claire kann sie nicht sehen. Ein bisschen cheap ist es schon und ich habe nur eine verdammte Rauchflasche. Deswegen schauen wir mal, ob das gut geht und wir dann hier durchkommen. Ich hoffe, es sind nicht irgendwie 10 Etagen, die wir durchgehen müssen mit irgendwelchen unsichtbaren, fliegenden Vollidioten, die sich überlegen, schau dir mal die da vorne an, die ist irgendwie niedlich, lass dir mal das Rückgrat brechen. Komm schon, das sind keine Gedanken, die jemand haben sollte. Und wenn doch, sollte man ihn vielleicht an Stuhl binden und mit einem Hammer erschlagen. Das wäre dann die beste Option, denke ich. Ich würde sagen, wir schauen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein.